www.bibelkritik.de. Hallo und ganz herzlich willkommen zu City Vision, das Magazin. Heute mal von draußen, nicht im Studio, aus gegebenem Anlass, denn es wurde eine Weltkriegsbombe gefunden, hier hinter mir in der Baugrube auf der Steinmetzstraße. Und die Entschärfung ist mit großem Aufwand verbunden. Und was wir alles an Infos dazu noch kriegen, dafür bin ich heute unterwegs. Und wir haben noch ein paar Sachen mehr in der Sendung. Bitteschön. Bedrohung aus der Vergangenheit, Bombenentschärfung in der Gladbacher Innenstadt und Zeitreise mit den Filmschätzen. So sahen die 50er und 60er in Gladbach aus. Ja, so eine Entschärfung ist natürlich mit großem Aufwand verbunden und hier in der Innenstadt wahrscheinlich noch mit viel, viel mehr Aufwand. Und bei mir ist jetzt Dirk Rütten, Sprecher der Stadt Mönchengladbach. Ja, in der Innenstadt wahrscheinlich gefühlt zehnfach mehr der Aufwand jetzt. Ja, selbstverständlich, weil hier wohnen nicht nur viele Leute, sondern hier gibt es regen Geschäftsverkehr. Viele Firmen, Unternehmen, Geschäfte sind hier. Wir haben den Bahnhof und den zentralen Omnibusbahnhof. Hier bewegen sich am Tag zigtausend Menschen und deren Bewegung wird heute ab 15 Uhr erheblich eingeschränkt. Das heißt, Bahnverkehr wird komplett abgesperrt ab einer bestimmten Uhrzeit, durch die Straßen auch nicht mehr. Das heißt, man kommt nur durch diese, hinter den 300 Metern Sicherheitsabstand, beziehungsweise 500 Metern sogar, ne? Ja, genau. Also ein Teil der Innenstadt wird komplett gesperrt. An diesem 500-Meter-Radius, es gibt da zahlreiche Straßensperren und ab 15 Uhr wird dann auch niemand mehr diesen Bereich verlassen können oder in den Bereich hineinfahren können. Wie läuft das mit der Evakuierung der Leute oder wie gut wird das wohl anlaufen? Was sind so die Erwartungen? Ja, wir hatten ja jetzt den Vorteil, dass am Freitag im Prinzip feststand, dass heute Abend diese Entschärfung stattfinden wird. Die Leute konnten sich darauf vorbereiten. Dennoch haben wir zwei Evakuierungszentren eingerichtet, in zwei Schulzentren. Die Leute, die nicht selber das Gebiet verlassen können, werden mit Busschatteln an drei Treffpunkten dann in die Evakuierungszentren gefahren. Es gibt zwei Altenheime in dem Bereich, die wir evakuieren. Das machen wir dann mit Spezialtransporten. Ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, ne? Gerade im Altenheim mit den Leuten, die dann rechtzeitig rauszubringen, zu erklären, warum und so weiter. Das ist sehr viel Aufwand. Ja, es ist ja eigentlich für jeden Betroffenen erstmal eine sehr ungewöhnliche Situation. Dann insbesondere für Senioren, die jetzt für einen Tag aus ihrer Wohnung rauszunehmen. Da muss man sehr behutsam und sensibel mit umgehen. Aber auch hier der Vorteil, wir hatten Zeit, das vorzubereiten und können das seit heute früh ja auch schon in aller Ruhe machen. Okay, dann schon mal danke, Dirk Rütten, Sprecher der Stadt. Und wir wollen natürlich auch von den Bürgern wissen, wie ist das für die jetzt, die Wohnung erstmal zurückzulassen und nicht zu wissen, steht denn noch alles? Aber dazu kommen wir gleich. Die Bismarckstraße ist wie leergefegt. Nur noch wenige Menschen und Autos kann man hier sehen. Die Stimmung im Gladbacher Zentrum kann von vielen Bürgern an diesem Tag nicht klar definiert werden. Es herrscht Ausnahmezustand. Ja, ein komisches Gefühl. Ist ein komisches Gefühl, wenn man keine Leute mehr sieht. Ne? Ist komisch, ein mulmiges Gefühl. Wir fahren jetzt nach Wickrath zu meiner Schwester, warten da die Zeit ab, bis das Radio sagt, wir dürfen wieder rein. Und dann schauen wir weiter. Der Grund für die fast leere Innenstadt an diesem Nachmittag ist eine amerikanische Weltkriegsbombe. 250 Kilo schwer und hier gefunden worden. In der Baugrube in der Steinmetzstraße. Von der Fundstelle aus ist alles im Radius von 300 Metern komplett gesperrt worden. Für die Stadt ein außergewöhnlich großer Aufwand. Weil hier wohnen nicht nur viele Leute, sondern hier gibt es regen Geschäftsverkehr. Viele Firmen, Unternehmen, Geschäfte sind hier. Wir haben den Bahnhof und den zentralen Omnibusbahnhof. Hier bewegen sich am Tag zigtausend Menschen und deren Bewegung wird heute ab 15 Uhr erheblich eingeschränkt. Auch in den Häusern dürfen sich keine Personen mehr aufhalten. Betroffen sind unter anderem auch Kitas, Schulen, ein Altenheim, viele Geschäfte und der Hauptbahnhof. Ab 18 Uhr fährt hier nichts mehr. Festgelegt wurde der Sicherheitsabstand vom Kampfmittelräumungsdienst. Wolfgang Wolf und Dirk Putzer werden sich um die Entschärfung der Bombe kümmern. Wolf sagt, kompliziert war dieser Fund von vornherein aus zwei Gründen.
Die erste Schwierigkeit ist definitiv das Gebäude. Wir liegen mit der Bombe in ca. 4,50 Meter, schon etwa tief. Und wenn wir die Grabung hätten zwischen Gebäude und dieser Bombe geführt, dann hätten wir das hohe Risiko gehabt, dass dieses Gebäude, beziehungsweise das ist ein Hallenbauwerk, aber dass uns das in Fundamenten, weil wir deutlich tiefer sind, in die Baugrube reingefallen wäre. Das ist natürlich, hat dann nichts mehr mit sicherem Arbeiten zu tun. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir auch wieder heil aus der Grabung rauskommen. Das ist die erste Schwierigkeit. Die zweite Schwierigkeit ist, die Bombe steht auf ihrem Zünder drauf. Wir müssen also nachher, wenn die Sicherheit von der Ordnungsbehörde signalisiert ist und verbindlich feststeht, dann müssen wir die Bombe zur Entschärfung erstmal flachlegen, bevor wir überhaupt an die Zündeinrichtung rankommen und dann mit unseren technischen Mitteln die Zündsysteme entfernen können. Vorher geht da gar nichts. Und davor müssen erstmal alle Anwohner evakuiert werden. Sonst geht nichts. Die Feuerwehr Mönchengladbach und das Ordnungsamt sind dafür mit Lautsprechern unterwegs und klopfen an jeder Tür an. Um sicherzugehen, dass auch wirklich keiner mehr zu Hause ist, besonders ältere Menschen können diese Information verpasst haben. Für Anwohner, die nicht wissen, wo sie hingehen sollen, hat die Stadt an mehreren Standorten Sammelpunkte eingerichtet, um sie mit dem Bus in Evakuierungszentren zu bringen. Insgesamt rechnet die Stadt mit großen Einschränkungen im Verkehr, denn die Straßen wie auch der Hauptbahnhof werden komplett gesperrt. Wenn alles gut geht, könnte ab 22 Uhr schon wieder Normalität einkehren. 25 45 oder unter www.notfallmg.de. Wie ist das denn generell? Aber jetzt so, man hat ja trotzdem im Kopf irgendwie, okay, man darf zu Hause bleiben, aber hat man trotzdem irgendwie Angst ein bisschen? Nee, eigentlich nicht. Ich vertraue den Leuten, die das machen. Die machen das ja nicht das erste Mal, hoffe ich. Und ja. Ich bin eigentlich optimistisch. Okay. Wir sind auch optimistisch, aber was sonst so in der Stadt los gewesen ist, das zeigen wir natürlich auch, denn hier kommt der Newsflash. Bitte schön. Am Freitagvormittag wurde auf einem Baugrundstück auf der Steinmetzstraße eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Diese muss heute um 20 Uhr entschärft werden. Ab 15 Uhr begannen die Sperrungen und Evakuierungen in der Innenstadt in einem Radius von 500 Metern. Ab 15 Uhr war mit erheblichen Verkehrsstörungen zu rechnen. Die NEW und die Bahn mussten Sondermaßnahmen verhängen. Mehr dazu erfahren Sie im Beitrag auf unserer Facebook-Seite. Bei der Bahn wurde heute Morgen gestreikt. Bundesweit musste vor allem der Fernverkehr vorübergehend komplett eingestellt werden. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, kurz EVG, fordert 7,5% mehr Lohn für rund 160.000 Beschäftigte. Am Wochenende waren Tarifverhandlungen gescheitert. In Nordrhein-Westfalen kam durch den Streik auch der Regionalverkehr weitestgehend zum Stillstand. Die Auswirkungen waren noch bis in den Nachmittag spürbar. Die Geriatrie am Elisabeth-Krankenhaus in Reit hat den Sprung in die Fokus-Top-Liste geschafft. Das MINQ-Institut, das seit 2010 Krankenhäuser in Deutschland vergleicht, gab nun erstmals auch eine Liste zu Akutgeriatrien heraus. Von 600 Kliniken wurden nur 50 ausgezeichnet, darunter das Elisabeth-Krankenhaus. Zum geriatrischen Team dort gehören über 50 speziell geschulte Pflegekräfte sowie Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Logopäden, Masseure, Psychologen und Sozialarbeiter. Nach einem verhaltenen Start ins Weihnachtsgeschäft war der Handelsverband Nordrhein-Westfalen mit dem Ergebnis des letzten Wochenendes zufrieden. Die Besucherfrequenz am zweiten Adventwochenende war höher als in der Vorwoche und lag leicht über dem Niveau des letzten Jahres. Am meisten gekauft werden weiterhin gerne die Klassiker, wie der Geschenkgutschein, dicht gefolgt von Kosmetik und Körperpflege sowie Büchern, Schreibwaren und Schmuck. Im Vorfeld des Weihnachtsgeschäfts prognostizierte der Handelsverband einen Umsatz von 351 Millionen Euro allein in unserer Stadt. Sie haben es bestimmt schon gemerkt, es wird wieder kälter. Dieser Trend setzt sich auch heute Nacht weiter fort. Es glatt auf bei kühlen 2 Grad. Morgen bleibt es überwiegend freundlich, aber auch eher kalt. Das Thermometer steigt nicht über 6 Grad. In der Nacht ist der Sternenhimmel nur noch vereinzelt zu sehen und es wird wieder kalt bei Temperaturen um die 2 Grad. Und hier sind die weiteren Aussichten. Es bleibt zunächst freundlich, aber gegen Ende der Woche wird es wolkiger. Es wird immer kälter, gerade nachts kann es auch mal frieren. Wer also noch keine Winterreifen aufgezogen hat, für den wird es jetzt höchste Zeit.
hier wird auf jeden Fall noch durchgegeben, dass die Bürger auch alle Bescheid wissen, dass sie aus den Wohnungen raus sollen. Wir gehen jetzt auch kurz in die Pause und sind gleich wieder für Sie da und schauen in der Zeit nochmal, wo die Absperrungen sind und wie die Leute und Bürger damit umgehen, was so alles passiert. Bis gleich. Das First-Class-Restaurant Palandöken bietet Ihnen Feinstes vom Holzkohlegrill und stilvolle türkische Küche. Alle Gerichte auch zum Mitnehmen. Außerdem unser Frühstück, der beste Start in den Tag. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der Erzberger Straße 153. Unser Frühstück, der beste Start in den Tag. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der Erzberger Straße 153. Erster Klasse, das ist ein Traum, den viele sich gerne wahrmachen möchten. In Korschenbruch ist genauso etwas jetzt möglich. Denn hier hat das CQ-Unternehmen das Brucher Carré erbaut. 26 Wohnungen sind entstanden, mit viel Licht, zeitlos, aber trotzdem modern. Und natürlich barrierefrei. Bereits am Eingang ist das zu erkennen. Der Bereich ist großzügig gestaltet, natürlich mit einer komfortablen Rampe. Ines Zimmermann ist eine der Mieterinnen. Vor 2 Monaten ist sie hier eingezogen. Erwartet hat sie ein neues Zuhause, in dem sie sich wohlfühlen kann. Genau das hat sie auch bekommen und vieles mehr. Sie mag ihre Wohnung mit den bodenlangen Fenstern und der nach Süden ausgerichteten Lage. Denn Korschenbruch ist für sie genau der richtige Mittelpunkt für ihr Leben geworden. Ich finde es einfach sehr schön, weil es mitten zwischen den großen Städten ist, aber trotzdem noch seinen ländlichen Charakter hat. Man hat alles, was man braucht zum Leben, zum Einkaufen, aber man ist auch schnell weg, wenn man mal, sage ich, in die großen Städte möchte. Der Standort des Brucher Carrés ist sorgfältig gewählt. Korschenbruch liegt nahe Mönchengladbach, Neuss und Düsseldorf. Der Ort ist ideal an den Verkehr angebunden und trotzdem nahe der Innenstadt. Ein Bahnhof ist gleich um die Ecke. In den Wohnungen ist davon nichts zu hören. Die gute Isolierung und die Dreifachverglasung schluckt alle unangenehmen Geräusche. Die Fenster sind stabil und müssen nicht gewartet werden. Hier im Brucher Carré eine Wohnung zu kaufen, das war für Ines Zimmermann eine leichte Entscheidung. Eigentlich wollte sie kaufen und vermieten, doch dann zog sie selbst ein. Was sehr schön ist, ist eigentlich auch, dass man vom Bahnhof nichts mitbekommt. Also es ist faszinierend, dass man hier sitzt, die Bahn vorbeifahren sieht, aber nicht hört. Ich habe mir für mich überlegt, ich möchte nicht nochmal umziehen dann, wenn ich das denn tatsächlich brauchen würde. Das habe ich bei meiner Mutter gesehen, dass die da eigentlich nicht mehr willig war, umzuziehen, aber doch eigentlich Hilfe gebraucht hätte. Dann habe ich mich halt bewusst umgeguckt nach einer Sache, wo ich das kombinieren kann, wo ich für mich wohnen kann, aber dann auch später eben mir Hilfe dazu holen kann.
Und das ist hier gegeben. Ein Grund, eine Wohnung hier zu kaufen, waren für Ines Zimmermann auch die niedrigen Nebenkosten. Eine Solartherme verwandelt Sonnenenergie in nutzbare thermische Energie. Ein Gründach sorgt für ein gutes Klima im Gebäude. Aber neben Komfort und niedrigen Nebenkosten möchte sie vor allem in eine sichere Zukunft investieren. Die Türen sind breit, das Parkett ist durchgehend, Hindernisse gibt es keine. Zukunftssicher? Genau das ist das Konzept des Brohakarees. Wir wollten ein hochwertiges, altersgerechte, aber doch bequemes Wohnen für jeder darstellen. Und ja, ich denke, das ist uns auch ziemlich gut gelungen hier. Überall werden hochwertige Materialien verwendet, vom Bodenbelagen bis Naturstein in die Treppenhäuser oder hier draußen in der Bankerei. Es ist alles hochwertig. Ja, man fühlt sich hier wohl, es sind angenehme Räume. Die Bewohner, die fühlen sich hier wirklich zu Hause, denke ich. Garage, Aufzüge, altersgerechtes Wohnen, all das ist möglich und die Wohnung gibt es schlüsselfertig. Hinzu kommt, dass man bei den Ausstattungsmerkmalen zuvor mitentscheiden kann. Wie soll das Parkett aussehen? Welche Fliesen sollen gelegt werden? Wie möchte man sein Badezimmer gestalten? Man hat die Wahl, zwischen verschiedenen Materialien zu wählen, zwischen der Oberfläche der Böden, einmal Holzboden oder Fliese. Ansonsten ist alles fertig. Also dieser ganze Apparat, den man normalerweise hat, wenn man baut oder umbaut, ist hier nicht. Sie kaufen schlüsselfertig. Sorgloses Wohnen mit einem positiven Blick in die Zukunft. Das Brohakarree bietet genau diese Perspektive. Ein gutes Stück Lebensqualität. Und auch wenn jetzt hier die Bombenentschärfung in der Stadt ist, wollen wir Sie natürlich auch mit dem Veranstaltungstipp weiterhin informieren. Und den haben wir am 12.12. im BIS-Zentrum. Da gibt es einen Kinofilm, einen Kinoabend für Sie. Alle Infos finden Sie auf bis-zentrum.de am 12.12. Wir wünschen schon mal viel Spaß und haben noch das hier für Sie. Ab Freitag eröffnet wieder die diesjährige Weihnachtsmarktsaison. Die Besucher erwarten wieder attraktive Verkaufsstände entlang der Hindenburgstraße und auf dem Alten Markt. Außerdem kann man sich auf Leckereien, Glühwein und Weihnachtsmusik freuen. Die Eisbahn ist ebenfalls wieder mit dabei. Das Weihnachtsdorf öffnet am Freitag schon um 16 Uhr. Sonst ist vom 24. bis zum 29. Dezember die Öffnungszeit täglich von 11 bis 21 Uhr. Vor 1954 wird das NATO-Hauptquartier Nord und das Hauptquartier der britischen Rheinarmee nach Mönchengladbach verlegt. Ganze zwei Jahre hat es gedauert, die fast schon eigenständige Kleinstadt im Rheindahlener Wald zu bauen. Sie bietet Platz für rund 6000 Bewohner. Wurde erstmal gebaut für diese Leute. Arbeit hatten wir da in Gladbach. Das ganze Hauptquartier musste ja hier im Harter Wald neu gebaut werden. Ne? War eine schöne Zeit. Das Quartier umfasst rund 2000 Gebäude, angefangen von eigenständigen Einkaufszentren, Wohnhäusern, einem Kino bis hin zu Kirchen. Und das ist also relativ schnell alles aus dem Boden gestampft worden. Und es war eine Plananlage. Es sieht auch so aus, aber es war keine schlechte Planung. Das kann man nicht sagen. Und man hat auch große Flächen, Grünflächen gelassen, sodass das Ganze sehr aufgelockert ist. Das rund 400 Hektar große Areal erweckt Heimatgefühle bei den Soldaten.
Englische Straßennamen sorgen für problemlose Orientierung. Für Mönchengladbach bringt diese Stadt in der Stadt viele Vorteile. Das Hauptquartier hat ganz viel Internationalität in die Stadt gebracht. Es war ja zunächst mal ein rein britisches Hauptquartier. Dann kamen später die NATO-Einheiten dazu, inklusive Bundeswehreinheiten. Oft waren ja mehr als 10.000 Menschen, Soldaten, Angehörige, Beschäftigte waren ja im Hauptquartier da. Es wurden auch Arbeitsplätze da geschaffen, denn es konnten dort auch Zivilleute dort arbeiten im Hauptquartier. Und das war für die damalige Zeit war das wichtig. Der Einzelhandel hat natürlich davon profitiert. Man musste auch einkaufen. Allerdings auch, das gehört, denke ich, dabei, das Nachtleben war nicht ungeprägt von den Soldaten, die dann auch die Altstadt besuchten. Die im Hauptquartier stationierten Soldaten bemühen sich von Anfang an um gute Beziehungen zu den Gladbachern. Wir haben als Hockeyspieler immer mit den Engländern regelmäßig gespielt. Wir haben also 1, 2, 3, 4 Mal im Jahr nun Kämpfe ausgetragen. Und da ich, glaube ich, auch ganz ordentlich gespielt habe, hat mich irgendwann mal die Royal Air Force gefragt, wo wir gespielt haben, könntest du dir vorstellen, mittwochs bei uns zu spielen. Habe dann 2 Jahre in nun englischer, die man mir dann mittwochs versagt hat, immer Uniform mit den Engländern gefahren, habe 2 Jahre für die nun hier in Westdeutschland Hockey gespielt, mittwochs nachmittags, durfte aber noch nicht auffallen, durften ja nur Militärangehörige in der Mannschaft spielen, aber das hat 2 Jahre gut gegangen, muss ich dazu sagen, und hat mir riesen Spaß gemacht. Auch im Karneval hatten wir gute Verbindung mit den Engländern. Wir haben ja sogar einmal eine englische Karnevalsprinzessin gehabt in Gladbach. Pat hieß sie, eine wunderschöne Frau. Man hat also viele Veranstaltungen auch zwischen den Schulen im NATO-Hauptquartier und in der Stadt hat man also einen Austausch gemacht. Man hat sich gegenseitig besucht. Es hat ein Ladies Club stattgefunden, der existiert auch heute noch, dass man sich regelmäßig trifft. Also auf unterschiedlichen Ebenen haben sich da Verbindungen aufgetan, die beide Seiten eigentlich sehr befruchtet haben. Aus den Bemühungen eines deutsch-britischen Komitees entsteht 1960 das erste NATO-Musikfest. Bei dem Militärfest sollen die gegenseitige Freundschaft und Einigkeit der Nationen demonstriert werden. Da hat man halt versucht, diese verschiedenen Nationen unter einen musikalischen Schirm zu bringen. Und so haben beispielsweise bei den ersten NATO-Musikfesten 12 Bands aus 7, 8 Nationen teilgenommen. Und von daher kann man sehen, war das Interesse, sich zu zeigen und auch so eine völkerverbindende Musik zu schaffen oder auch Veranstaltungen zu schaffen, war schon sehr groß und hat, denke ich, auch sehr die Zusammenarbeit zwischen der Stadt selber, zwischen der Bevölkerung und letztendlich dem HQ beigetragen. Und wir haben dieses NATO-Musikfest dann hier damals zunächst in Bökelberg stattfinden lassen. Jedes zweite Jahr fand das dann statt. Und es war also immer ein ganz toller Event jetzt für Mönchengladbach selbst. Die unterschiedlichen Musikgruppen, die aus aller Herren Länder kamen, lebten eine Zeit lang in Mönchengladbach. Es war ein sehr, sehr großer organisatorischer Aufwand für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die das also dann geregelt haben damals. Aber es war immer ein fulminantes Fest und es war also schon was Einzigartiges hier. Ich habe das NATO-Musikfest auch schon als Jugendlicher besucht, weil ich hatte so ein Faible für Militärmusik. Dann ist es ja immer auch ein bisschen Show mit den Uniformen, mit den Show-Elementen. Alle Militärkapellen spielen ja heute nicht nur mehr reine Marschmusik, sondern haben ihre Showmusik dabei oder haben Show-Elemente dabei. Und
Deswegen ist dieses NATO-Musikfest sicher eines der ganz großen Feste in unserer Stadt. So, wir sind jetzt wieder an der Baugrube und haben bei uns Wolfgang Wolf von der Kampfmittelbeseitigung. Sie sind so als Bombenentschärfer quasi im Bürgermund bekannt. Was wir jetzt aber noch klären wollen zum Schluss der Sendung ist natürlich, viele Bürger sagen, warum dieser große Aufwand für so eine Bombe? Das geht, ist doch bis jetzt immer gut gegangen, aber wenn es halt eben nicht gut geht, das muss man sich auch vor Augen führen. Was passiert dann nämlich? Ja, dann passiert Folgendes, dass die Entschärfer tot sind. Und das ein Umfeld, in, je nachdem wie groß eine Bombe ist, vom Gewicht her, dass ein Umfeld dementsprechend stark belastet wird. Wir haben vor 3,5 Jahren, 4 Jahren ist das her, haben wir 3 von unseren Kollegen verloren. Durch so eine Vorbereitende zur Entschärfung, da hat das halt schon reagiert, ist detoniert. Kollegen sind wie gesagt tot, drumherum hat es deutliche Sachschäden gegeben. Gott sei Dank keine weiteren Personenschäden. Man kann es also hier nicht betrachten nach dem Motto, oh, das hat doch immer gut hier, warum machen die da so einen Aufwand? Ich selber habe beruflich allerdings über eine Sprengmaßnahme ein nicht kalkulierbares Ding gehabt. Da hat es deutlich große Sachschäden beigegeben. Das war aber eine zielgerichtete, wirkungsminimierende Sprengung. Das heißt also gar kein Entschärfungsversuch, deshalb war ich auch nicht direkt selber betroffen. Aber das kann auch mal anders auslaufen. Und da müssen wir halt Vorsorge treffen, dass die Ordnungsbehörden leider, leider Gottes die Bürger und das Drumherum belasten. Weil wir können es letztendlich nie zu 100% ausschließen. Und selbst das zu verarbeiten, kostet dann auch immer viele, viele Jahre. Deshalb vielen Dank. Herr Wolfgang Wolf von der Kampfmittelbeseitigung, sehr wichtiger Hinweis und damit wollen wir auch die Sendung eben abschließen mit diesem wichtigen Hinweis und hoffen, Sie schalten morgen wieder ein, ab 18 Uhr, dann natürlich mit allen Infos rund um die Stadt und mehr. Bis dann, machen Sie es gut, tschüss. Sendung verpasst? Auf cityvision.de findest du jeden Tag die aktuelle Sendung. Hallo und herzlich willkommen bei cityvision, das Magazin an einem... Das Programm der Woche auf einen Blick und alle wichtigen Infos rund um dein Stadtfernsehen. Klick dich in die Mediathek und stöbere auf unserem YouTube-Kanal durch unsere Beiträge.
Folge uns auf Facebook und zeig uns deine Meinung mit einem Like oder Kommentar. www.city-vision.de